haben die mir angeboten, für mich zu beten. Und ich bin im Bett gelegen und meine Mutter war dann auch schon da. Und dann sage ich, okay, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Und dann haben die mir die Hände aufgelegt. Dann habe ich wirklich gespürt. Aber wir machen so große Sprünge gerade, oh, weißt okay, du? Ja. Aber egal. Wir waren bei den Werten, so sind wir da hingekommen. Und dann war ich mit 17,5 in der christlichen Therapie und war knapp 2 Jahre clean. Ich verkürze das jetzt, weil es ist wirklich viel, viel zum Erzählen. Ich könnte wirklich viele, viele Stunden erzählen von jeder Lebenspassage. Du brauchst nicht verkürzen. Erzähl mal. Viele denken, ich bin verrückt. Aber ist mir egal. Ich erzähle die Wahrheit. Gott weiß, dass es stimmt. Ich bin gläubig. Ich bin Christ. Ich versuche, den christlichen Glauben zu leben. Es gelingt mir mal besser, mal schlechter. Aber ich bin überzeugt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und er für unsere Sünden gestorben ist. Und jeder, der an ihn glaubt, kommt zu Gott, dem Vater. Davon bin ich überzeugt. Davon spreche ich auch zu anderen, weil ich glaube, dass der Glaube hilft, ein cleanes Leben zu führen, weil Gott existiert. Und ob die Leute das annehmen, das ist ihre Sache. Ich bedränge auch niemand, sondern das ist immer nur, ich erzähle von mir und erzähle auch, was ich von Freunden und von anderen weiß. Genau. Und dort habe ich erlebt, ich habe vorher auch nicht an Gott geglaubt und habe damit mich nicht auseinandergesetzt, dass es Gott oder was Spirituelles gibt. Ja, okay, aber was, wer? Keine Ahnung. Und dann bin ich dorthin und das haben schon viele auch in anderen, bei Mensch Gott, wo ich war, habe ich in den Kommentaren gelesen, ja, das ist eine Lüge, man braucht einen Clean-Schein, wenn man auf Therapie geht und so weiter. Das stimmt. Aber zu der Zeit, das war 94 oder 95, wo ich dort war, hätte ich dort auch clean ankommen sollen, aber da war das noch nicht mit Clean-Schein. Und der hat mir geglaubt, sehr naiv, aber er hat mir geglaubt, dass ich ganz, ganz niedrig dosiert bin. Und ich bin dorthin gekommen, Zukunft für dich, liebe Grüße, Zukunft für dich, Weg zur Freiheit, aber auch Grüße an Zukunft für dich. Weg zur Freiheit hieß die Therapie und ich bin dort angekommen und war auf ungefähr 100 Milliliter Kodeinsaft, seit Wochen oder Monaten auf Rhypnol und auf Heroin. Hab das halt Mischkonsum gehabt. Und jeder, wo schon mal einen Kodeinentzug gemacht hat oder so hoch ist auf 2,5%igen Kodeinsaft, und da habe ich 100 Milliliter am Tag genommen ungefähr oder sogar mehr, manchmal weniger, manchmal mehr. Und dann bin ich dort hingekommen und habe dort einen Entzug angefangen. Der erste Tag war kein Problem, weil ich so voll war, habe ich nur geschlafen. Und am zweiten Tag hat es angefangen. Und es war so arg schlimm, also Schüttelfrost. Ich konnte vom Bett nicht mehr aufstehen. Ich konnte nicht mal mehr aufs Klo alleine gehen. So schlecht ging mir, Krämpfe in den Knochen, Schmerzen. Alles hat geklappert, die Zähne. Und meine Mutter war dann dabei, weil ich habe dann angerufen, gebettelt, Mama, hol mich ab, ich halte es nicht mehr aus und so weiter. Und ich konnte aber nicht mehr laufen, ich war da gefesselt. Der Entzug war so massiv, so stark, dass ich nicht abbrechen konnte und irgendwo hingehen und mir was holen. Es ging einfach nicht mehr. Man könnte vielleicht aus jetziger Sicht sagen, oh, das war fahrlässig von denen. Ja, aber wir sind dann zum Arzt gegangen, die haben mich zum Arzt gebracht. Und der hat mich kontrolliert und so weiter, aber ich habe keine Opiate bekommen. Ich musste den Entzug kalt durchstehen. Meine Werte waren anscheinend okay, Blutdruck und das Ganze. Und das wurde dann dort auch immer kontrolliert. Aber mir ging es ganz, ganz elendig. Also wirklich so arg schlimm. Und dann irgendwann, das ist eine christliche Therapie, habe ich ja am Anfang gesagt, haben die mir angeboten, für mich zu beten. Und ich bin im Bett gelegen und meine Mutter war dann auch schon da, weil die haben sie angerufen, oder ich habe sie angerufen und dann ist sie gekommen. Das ist echt krass, dass das auch ging so, ne? Aber es war wie Vorsehung. Ich hätte es wahrscheinlich sonst nicht durchgehalten oder mir wäre nichts anderes übrig geblieben. Auf jeden Fall habe ich dann das Gebet angenommen. Die haben gesagt, hey, komm, wir beten für dich. Du kannst, und dann sage ich, okay, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Und dann haben die mir die Hände aufgelegt und haben gebetet. Und
Dann habe ich wirklich gespürt, wie ich habe so erbärmlich gefroren, wie eine Wärme in meinen Körper reingeht, wie sich meine Muskeln entspannen, wie sich meine Gelenke einfach wie so ein Frieden in mich kommt. Ich war ja total verkrampft und am Limit, ja. Und dann auf einmal kam die Wärme, die Ruhe, der Frieden und ich bin eingeschlafen. Und jeder, wo weiß, so einen harten Entzug, wie lange man da nicht schläft, ja, dass Schlafen nicht möglich ist. Du wälzt dich, wenn du nicht mehr aufstehen kannst und laufen, dann wälzt du dich im Bett nur noch nach links und nach rechts und ja. Und dann bin ich eingeschlafen und 10 Stunden später am nächsten Morgen aufgewacht. Wie in einem anderen Film. Und meine Mutter, das waren Mehrbettzimmer, ne? Ich glaube 3, 4 Betten, aber meine Mutter hat auf der ganz anderen Seite geschlafen. Und ich sage, Mama, bist du da? Und du kannst sie nachher selber fragen, Alex, weil meine Mutter ist ja auch hier jetzt heute. Und dann sagt sie, ja, ich bin da. Dann sage ich, Mama, ich habe nichts mehr. Und dann sagt sie, ja, wie? Ja, ich habe nichts mehr, ich habe keinen Entzug mehr. Ich spüre nichts mehr, mir geht's gut, der Entzug ist weg. Ja, und dann habe ich das selber nicht geglaubt und habe gedacht, der kommt jeden Moment wieder, weil wie soll das gehen in einer Nacht? Also quasi der erste Tag bin ich angekommen, war total platt und dicht. Der zweite Tag ohne was war kein Problem. Der dritte Tag war dann schon richtig mies. Und am dritten Tag, am Nachmittag, hat es angefangen, dass es so schlimm wird. Und war dann abends, nachts, 12, 1 Uhr, keine Ahnung, so schlimm. Und weiß nicht, wann die für mich gebetet haben. Und dann habe ich aber geschlafen bis morgens irgendwann. Ja, also einige Stunden. Und wach auf und habe nichts. Nichts, kein Schüttelfrost, kein Warm-Kalt, kein übergeben, keine Muskelkrämpfe, gar nichts. Und ich habe dann echt gedacht, das kommt wieder, das muss jeden Moment wieder kommen, es kann doch nicht sein, ich habe das so lange genommen, es kann nicht sein. Und ich habe gewusst, die haben für mich gebetet und das ist jetzt weg. Dann war für mich klar, es gibt diesen Gott. Aber ich habe es trotzdem nicht geglaubt, dachte, es kommt, es muss wieder kommen, weil ich es nicht geglaubt habe. Aber trotz, dass ich es nicht geglaubt habe, dass es quasi, wie soll ich sagen, ich habe nicht geglaubt, dass es jetzt wegbleibt. Ich dachte, es kommt bald wieder, der Entzug. Aber es ist nicht mehr gekommen. Ich hatte keinen Entzug mehr. Ich war ab diesem Tag frei. Und ich war ab diesem Tag nicht nur frei von dem Entzug, sondern auch von dem Suchtdruck. Ich habe diese ganze Therapie über nicht einen Tag, eine Sekunde das Gefühl gehabt, ich brauche Drogen. Und habe die Therapie durchgezogen, habe dort meine Schule gemacht, meinen Führerschein, war gesund, war stark, war kräftig, sportlich, war echt gut und habe alles verspielt wieder. Habe es nicht geschätzt und habe dann nach 1,5, 2 Jahren oder vielleicht 2,5, ich weiß es nicht mehr genau, alles verworfen und bin nochmal in die Drogen. Ja. Trotz, dass ich angefangen habe, gläubig zu werden, weil ich gedacht habe, okay, ich habe so viel Drogen genommen und jetzt beten die für mich und der Entzug ist weg. Also gibt es einen Gott? Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe auch voller Überzeugung an Gott geglaubt und habe mich dann aber wieder abgewendet, weil das Leben so interessant war. Weil ich dachte, ja, ich muss auf Party gehen, ich muss mit Freunden weggehen, Frauen, Spaß haben und so weiter. Und jetzt fragt sich einer, ja, aber was hat das mit dem Drogenleben zu tun? Ja, ich war jung und habe als junger Christ gelebt. Und wenn man wirklich als Christ leben will, dann gibt es halt einige Spielregeln und die habe ich missachtet, sage ich jetzt mal, und bin wieder an Orte und Stellen gegangen, die wo für mich nicht gut waren, so auch nicht als Christ. Und ja, bin dann wieder rückfällig geworden. Und alles ist viel schlimmer geworden, wie es jemals war. So viel schlimmer, wie es jemals war. Ich habe die Therapie dort beendet nach 13 Monaten und habe, wie ich schon gesagt habe, oder weiß ich nicht, Schulabschluss gemacht dort auf der Therapie, habe meinen Führerschein dort gemacht
und war wirklich gesund, kräftig und stark und habe aber alles mit Füßen getreten und wieder weggeschmissen, weil ich dachte, ich hatte eine Schnapsidee, ich könnte mit Drogen verkaufen Geld verdienen. Ich habe eine ganz, ganz wichtige Regel gebrochen. Und zwar die allererste Regel, das ist wie das erste Gebot für einen Christen, ne, ist die erste Regel als ehemaliger Junkie: kein Kontakt mit irgendwelchen Leuten, die Drogen nehmen. Natürlich gibt es Leute, die kiffen, das muss jeder selber wissen, ab wann sie irgendwas als Droge sehen. Aber für mich zählt Haschisch schon dazu, weil ich bin jemand, ich konnte und kann damit nicht umgehen. Entweder Drogen voll oder gar nicht. So wie ich schon früh vorher erzählt habe, voll oder gar nicht. Brutal oder nicht brutal. Und so war das bei mir. Und deswegen ist die erste Regel, ein ehemaliger Junkie kann sich nicht treffen mit anderen Junkies. Und dieses Problem oder diesen Fehler habe ich gemacht und bin Stück für Stück, nicht gleich, aber durch diesen Fehler wieder reingerutscht. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich kenne mich aus, ich kann bestimmt richtig viel Geld verdienen. Ich habe noch die Connection, könnte ich bestimmt wieder reaktivieren, zumindest kann ich es probieren. Und bin so total irrsinnig. Hab alles, was ich mir aufgebaut habe, von einem gesunden Leben, keine Probleme, keine Schulden, keine Krankheit, durch das vermeintliche Geld, den Reiz, wieder alles verloren. Und bin nach kurzer Zeit wieder rückfällig geworden. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr Drogen verkauft, ohne was zu nehmen, Heroin. Und nach einem halben Jahr habe ich dem nicht mehr standgehalten und bin rückfällig geworden und habe gleich mit Spritzen angefangen wieder und es ist alles viel, viel schlimmer geworden, wie es jemals war. Ich bin dann, wie gesagt, mit 17,5 auf Therapie, dann 2 Jahre, ja, sagen wir mal, ich war vielleicht 20 Jahre, vielleicht war ich 20,5, wo ich dann wieder richtig drauf war, bis zu meinem 28. Lebensjahr. Und in dieser Zeit habe ich sehr, sehr viele Überdosen gehabt. Ich habe viel Methadon gespritzt, Tabletten gespritzt, Cocktails, alles Mögliche intravenös und habe dadurch dann ein Loch in der Leiste bekommen. Das kann ich euch leider nicht zeigen, aber es ist ungefähr jetzt eine Narbe, so groß wie mein Daumen, habe ich in der linken Leiste. Dadurch habe ich heute noch jetzt Wasser in den Beinen, Durchblutungsstörungen. Ich hatte eine Herzmuskelentzündung, mehrere Thrombosen. Hepatitis C, Genotyp 1 mit, keine Ahnung, ich glaube 5 Millionen Viren. Also mir ging es richtig schlecht. Ich war mit 17,5 auf Therapie, hatte diese Zeit mit einem blauen Auge überstanden, körperlich wie psychisch, und bin dann nochmal so rein. Ich bin obdachlos geworden, habe auf der Straße geschlafen, in Obdachlosenheimen, hatte dickes Bein, offene Fuß, war total perspektivlos. Und dann auch im Gefängnis. Und ja, es ist viel, viel schlimmer geworden, wie es jemals war, zuvor in der Zeit. Und bin trotzdem nicht aufgewacht. Es war wie, wenn es für mich keinen Ausweg geben würde. Ich habe immer, wie viele sagen, wenn es gibt wenige, wo sagen, ich will da drin bleiben und ich will nicht aufhören, wenn man einen Junkie fragt. Oder Alex, was sagst du? Wie viele würden dir sagen, ja, ich will schon aufhören? Wie viele Prozent sind es von den Nur die Leuten? meisten sagen das, Die die wollen. allermeisten, gell? Sie wollen schon aufhören, ja. Und so war das bei mir auch. Ich wollte schon aufhören, aber durch all die Erfahrungen und all die Niederlagen, wie ich auch schon vorher erzählt habe, durch die ganzen Niederlagen, Selbstbewusstsein, aber ich war auch nicht bereit, wirklich das zu geben, um aufzuhören, ja. Und was ist es, das zu geben, um aufzuhören? Wenn man aufhören will, Das, Entschuldigung, es ja. sagten auch einige davon, ich will aufhören, aber ich kann mir das andere Leben nicht mehr vorstellen. Ja, richtig. Also immer mit öfters mal, was heißt öfters mal, so ab und zu auch mit so einem Aber dazwischen. Ne? Ich will aber. Das und das passt mir nicht. Entschuldigung, das quietscht die ganze Zeit. Ja, jetzt kommen wir da drauf, dass die Zeit einfach nicht reicht. Die können sich das andere Leben nicht mehr vorstellen. Warum? Weil sie schon so viel Zeit oder auch bei mir
Ich habe so viel Zeit in diesem kranken, verrückten Drogenleben verbracht, dass ich mir das andere Leben auch nicht mehr vorstellen konnte, wie das ist. Ja? Und ich war auch nicht bereit, zum Beispiel alle Nummern zu löschen, eine Therapie wirklich durchzuziehen oder in einen anderen Ort zu gehen. Ich war einfach nicht bereit, alles zu geben, was nötig ist, um rauszukommen. Ich war nicht bereit, mir von anderen was sagen zu lassen, weil ich hab's, weiß es ja eh besser, immer nur bis zum gewissen Punkt. Aber wenn es wirklich irgendeine Entbehrung betroffen hätte oder irgendwie schwierig geworden wäre, dann habe ich das einfach, bin wieder rückfällig geworden. Ist der leichtere Weg, vermeintlich, ne? Hattest du nicht solche Gedanken gehabt wie, Mensch, damals hat mir der Gott geholfen, ich habe es gespürt und jetzt habe ich den Gott enttäuscht. Das tut mir leid, ich will das wieder rückgängig machen, ich muss wieder clean werden. Hattest du solche Gedanken gehabt? Ich hatte die Gedanken nur ganz am Anfang. Das Gewissen ist so, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du was tust, zum Beispiel du klaust was und du klaust das erste Mal was und hast ein schlechtes Gewissen und übergehst das und klaust beim zweiten Mal was, dann ist das Gewissen schon wieder ein bisschen kleiner. Und wenn du beim 10. Mal was geklaut hast, irgendwann ist es normal. Dann hast du eigentlich da kein Gewissen mehr. Das ist normal und es macht dir nichts mehr aus. Und so war das auch. Es war ganz am Anfang, war das, ja, ich habe nicht nur Gott enttäuscht, sondern, das habe ich aber noch nicht erkannt oder gespürt, mich selbst in erster Linie. Ich war tot enttäuscht. Aber auch meine Mutter, meine Familie, alle habe ich enttäuscht. Und deswegen oder unter anderem auch, bin ich wieder so krass dann da eingestiegen und habe das wieder, dieses schlechte Gefühl wieder betäubt, ja, dass ich es wieder nicht geschafft habe. Wieder mal hat es nicht geklappt und so weiter. Selbstmitleid, genau. Aufgewacht bin ich in der Obdachlosität, habe unter Brücken geschlafen und dann gab es für mich einfach in Deutschland keine Therapie mehr, wo ich dachte, die kann mir was bringen. Ich habe meines Erachtens schon 20 Entgiftungen probiert, 4 oder 5 Therapien, davon 2 abgeschlossen und einige abgebrochen. Was soll ich noch tun, ja? Methadonprogramm rein, raus, rausgeflogen. Ja, es gab einfach irgendwie keinen Ausweg mehr. Ich habe einfach den Anschluss an das cleane Leben nicht mehr gefunden. Es war wie weg. Es war einfach, sind dann nochmal, wenn ich 20 war, nochmal 8 Jahre geworden. Von 20 bis 28 oder von 20,5 bis 28,5 bin ich wieder voll rein und war dann im Obdachlosenheim in Heilbronn, hatte nur noch das, was ich am Körper hatte, einen offenen Fuß bzw. eine offene Leiste. Bin rausgeflogen aus dem Methadonprogramm, weil ich Doppel- oder Dreifachsubstitution gemacht habe mit anderen Versicherungskarten. Habe das ganze Methadon gespritzt, das Sirup, viele Jahre, dieses dicke Sirup, habe ich ein bisschen mit Wasser verdünnt und habe es gespritzt, 10, 15 Milliliter, mehrmals am Tag. Und immer in die Leiste. In Hals, in die Leiste, es ging nichts mehr dann. Irgendwann nur noch in die Leiste oder in Hals, ja. Was passiert dort mit Adern? Werden die zu klein oder wieso verschwinden die? Ja, die gehen irgendwann kaputt. Man trifft es vernarbt, man zersticht sich regelrecht und irgendwann trifft man nicht mehr, weil man kann die Nadel nicht mehr reinschieben in die Vene, weil man nicht mehr reinkommt oder Weil so vernarbt sind die und so ja, ich bin kaputt. kein Arzt, müsste man mal einen Arzt fragen, wie das richtig erklärt werden kann, aber es wird vernarbt, die Venen, es geht nicht mehr. Du kannst kein Blut mehr ansaugen, du triffst nicht mehr. Ja, vielleicht ist das auch noch eine extra vom Teufel, ich mache jetzt ein bisschen Spaß, aber vom Teufel noch eine extra Qual, die wo dir auferlegt wird, dass du irgendwann auch nicht mal mehr triffst, ja. Dass du dich für einen Schuss 10-mal stechen musst. Ja, weil du musst mal überlegen, wenn du für einen Schuss dich 10-mal stichst, was das für Qualen sind. Ich habe oft geweint, weil ich nicht mehr getroffen habe. Ja, und überall Blut läuft und Katastrophe, ja. Warum schwellen die Hände so an bei Leuten, die spritzen? Ja, ich denke, dass es Verunreinigung ist, dass es die Venen sind, wo nicht mehr das Blut richtig durchfließt. Innerliche Entzündungsprozesse. Ja, mit Sicherheit, ja. Ich hatte einen dicken Fuß mehrmals, Thrombose,
Also mit Embolie, ne, wenn du ein Blutgerinnsel hast, sowas zum Beispiel. Leist ist sehr, sehr gefährlich. Leist ist sehr gefährlich und dass ich das überlebt habe. Ich habe ein Erlebnis, erzähle ich euch noch. Und zwar war ich hier in Rosenheim. Meine Mutter hat dort schon in Rosenheim gewohnt. Ich habe mir eine Rippe gebrochen, deswegen lange ich vielleicht hier im Interview ab und zu mal hin, weil es ziemliche Schmerzen sind, eine Rippe zu brechen. Bin vom Fahrrad gefallen und tut sehr, sehr weh. Kann ich jedem nur raten, brecht euch nie eine Rippe, hey. Ich habe hier in Rosenheim bei meiner Mutter die Entgiftung, also hier in Gabersee bei meiner Mutter die Entgiftung gemacht. Ich rede einen Schmarrn. Ich habe in Gabersee eine Entgiftung gemacht und dann bei meiner Mutter gelebt, einen Monat, und bin dann nach der Entgiftung hat sich irgendwie kein Weg aufgetan und bin dann zurück nach Heilbronn oder Stuttgart. Ich glaube, es war Heilbronn, und war dann beim Freund einquartiert und der hat mir 10 Milliliter Methadon verkauft und das habe ich mir gespritzt in die Leiste mit einer 1er Nadel. Das sind die gelben, langen, ungefähr so lange Nadel, so dick wie eine Bleistiftmine, ungefähr, ja. Ich glaube, es waren die 1er. Jeder, wo die 1er kennt, weiß, was ich meine. Und habe die 10 Milliliter gespritzt, abgedrückt und bin dann umgeflogen und habe mir mit der Hand, die Nadel ist noch drin gesteckt in der Leiste, habe mir mit der Hand die Nadel verdreht und habe die Vene zerstört. Und nur noch ein Notarzt konnte mich dann retten. A, wegen der Überdosis von 10 Milliliter Methadon nach einer 8-wöchigen Entgiftung und dem Blutverlust durch die Leiste. Weil die Leiste, ich musste genäht werden, operiert werden. Ich hatte einen ganz hohen Blutverlust. Da bin ich dem Tod auch ganz knapp entkommen. Jetzt geht der Wind ein bisschen stärker. Ja, und so, das waren so die Endzeiten. Da bin ich dem Tod auf jeden Fall ganz knapp entkommen. Und meine Mutter hat noch gesagt: Christian, ich gebe dich in Gottes Hand, wo ich gefahren bin. Es war ein sehr trauriger Abschied und wirklich 2, 3 Stunden später wäre ich fast gestorben. Es war ganz, ganz knapp. Aber ich habe nie so eine Erfahrung gehabt in der Überdosis, dass ich irgendwas sehe, dass mein Leben an mir abläuft. Ich war einfach immer nur weg und hatte das Glück, dass ich immer wieder aufwachen durfte. Jetzt möchte ich einfach noch kurz was darüber sagen, dass dieses Leben, dieses langjährige Drogenleben einfach so, so viel zerstört hat. Die Gesundheit, die Venen, den Geldbeutel, dein Hirn, die Sozialkontakte, deine Zeit, alles. Es hat alles aufgefressen. Die Drogensucht frisst alles auf. Es nimmt dir wirklich alles. Und was übrig bleibt, ist nur noch ein Schatten deiner selbst irgendwann. Und so bin ich dann wirklich im Obdachlosenheim gesessen und habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Ich hatte Baden-Württemberg-Verbot, Substitution, weil es rausgekommen ist, dass ich auf 3 oder 4 Krankenkarten Methadon bei verschiedenen Ärzten geholt habe. Habe ich ein Verbot gehabt für ganz Baden-Württemberg und stand von heute auf morgen auf einmal da mit einer Methadondosis, ich glaube von 40, 50 Milliliter am Tag. Und wenn jetzt Leute denken, das geht nicht, es ist alles eine Sache der Übung, so blöd wie sich das anhört. Es ist ohne weiteres möglich, 40, 50 Milliliter zu spritzen an einem Tag. Und ich hatte ja viele Ärzte. Und das von heute auf morgen, und dann ruft mein Vater an, also das von heute auf morgen aufzuhören, war, ich hatte panische Angst, wie es jetzt weitergeht. Und in dem Moment ruft mein Vater an, oder quasi an diesem Tag oder einen Tag später, ruft mein Vater in diesem Obdachlosenheim an. Und normalerweise stellen sie keine Telefonate durch. Wenn du das Interview, das andere gesehen hast, Alex, dann kannst du dich vielleicht erinnern an diese Situation. Da wurde beschrieben, dass das Obdachlosenheim keine Anrufe durchstellt, damit man da keine Verkäufe machen kann und dass der Pförtner einfach nicht so viel Probleme hat. Und das haben die eigentlich strikt so gehalten. Dort wurden einfach keine Anrufe durchgestellt. Du konntest dort schlafen, du konntest dort auch bleiben, du musstest morgens nicht raus. Die hatten einen Aufenthaltsraum, die Zimmer waren aber abgeschlossen, du konntest dich dann im Aufenthaltsraum aufhalten. Und auf einmal sagt der Pförtner: Hey, Chris,
Christian, dein Vater am Telefon. Ich, was, mein Vater? Ich hab doch dich, kann nicht sein, schon, keine Ahnung, gefühlt 2 Jahre nicht mehr mit ihm geredet, Kontakt gehabt. Und dann redet er mit mir in einer Situation, wo ich eine Thrombose hatte, oder zumindest, ja, eine Thrombose hatte, einen dicken Fuß. Und ich wurde doch von den Ärzten rausgeschmissen und war ein Häufchen Elend. Mir ging es sehr, sehr schlecht. Ich glaube, ich hatte auch eine Herzmuskelentzündung kurz vorher. Und dann sagt er zu mir: Mein Sohn, schmeiß doch dein Leben nicht weg. Das kann es doch nicht gewesen sein. Schau doch mal, du hast es doch schon mal geschafft und hast so viel erreicht in der Zeit. Und so weiter und so fort. Und ich habe wirklich dann bitterlich geweint an dem Telefon. Mein Vater hat auch geweint. Und es war zum ersten Mal wieder, wo ich wirklich weinen konnte. Ich habe nur geweint, das muss man sich mal vorstellen, wenn ich die Nadel nicht mehr reingekriegt habe. Und ich blutüberströmt am Bodenknie oder wo auch immer. Und am Hals läuft das Blut raus, an der Leiste läuft das Blut, am Arm läuft das Blut. Und ich kriege diese Scheiße, Entschuldigung, nicht mehr in mich rein. Dann habe ich geweint vor Verzweiflung und vor psychischem Leiden. Aber sonst nicht. Und dann weine ich wirklich, weil mein Vater anruft und sagt: Hey, schmeiß doch dein Leben nicht weg, es kann es doch nicht gewesen sein. Deswegen ist gut, wenn jeder jemand hat, lasst Leute nicht allein. Ihr könnt zwar den Menschen ihr Leben nicht ändern, das müssen sie selber, aber ihr könnt immer wieder nachhaken, immer wieder sagen: Hey, wenn du dein Leben ändern willst, ich bin da, ich helfe dir. Deswegen braucht jeder mindestens eine Person, die wirklich immer wieder nachhakt, weil alleine ist es sehr, sehr schwer. Und diese Person war klar Gott im Himmel, ja, aber mein Vater. Grotesk, weil durch meinen Vater habe ich quasi so eine krasse Kindheit gehabt. Wurde der Stein gelegt, vielleicht, ich will ihm nicht die Schuld geben für so ein krankes Leben, weil wir so ein schlimmes Leben unter ihm, mit ihm hatten. Aber jetzt ist er die Schlüsselfigur und gibt mir nochmal den Impuls, am verzweifeltsten Tag meines Lebens aufzuhören. Und jetzt kommen wir da drauf, dass ich nach Italien bin, San Patrignano, eine Therapie in Italien, wo 2000, 1500 bis 2000 Ex-Junkies zusammenleben und Therapie machen. Und dort bin ich dann hin. Und hab's wirklich geschafft zu entgiften, hier in der Nähe von Rosenheim. Und war dann 1,5 Monate clean, bin aber nach Italien zu meinem Onkel. War dort noch 1,5 Monate clean, weil es so lange gedauert hat, bis ich dort aufgenommen werden konnte. Und bin dann in diese Kommunita. Und habe dann dort meine Therapie gemacht. Die Therapie, man kann dort 5 Jahre bleiben. Das ist jetzt wirklich, wo ich jedem ans Herz legen kann, wer glaubt, hier in Deutschland es nicht mehr zu schaffen, wer keine Hoffnung mehr hat, wer nicht mehr weiter weiß, wer aber aufhören will und noch einen Funken Willen in sich, aber nicht mehr glaubt, dass er das hier in der Form, wie die Therapien hier sind, schafft und einen kompletten Cut machen will, der soll sich dort bewerben und dorthin gehen. Dort kannst du wieder wirklich aufblühen, weil du hast die Zeit. Dort laufen die Uhren langsamer. Dort ist 1 Jahr Therapie nichts. Und da kannst du arbeiten bei Hunden, mit Pferden. Die haben ein Gestüt, die haben eine Käserei, die haben Weinberge, die haben eine Gärtnerei, die haben eine Lederfabrik. Die machen Taschen für Dior. Also die haben eine der besten Weine Italiens. Unfassbar groß. Schaut euch das mal an, www.sanpatrignano.org. Aber wir verlinken das bestimmt, beziehungsweise der Alex kann da einen Link reinhauen In in die der Beschreibung mag Beschreibung. ich. Und dort könnt ihr bis zu 5 Jahren bleiben. Wenn ihr die Therapie absolviert habt, könnt ihr dort auch weiterleben und auch als Betreuer oder als Mitarbeiter dort bleiben. Aber es ist sehr, sehr streng dort. Du bist dort am Anfang mit 10 Personen in einem Zimmer oder mit 8.
Und es ist alles ganz, ganz streng geregelt, fast wie bei der Bundeswehr. Aber du wirst nicht entmenschlicht. Du bist immer mit Jungs, du hast einen Paten, du hast immer einen an deiner Seite, der schon mindestens ein Jahr dort ist, der dir die ersten Monate nicht von der Seite weicht. Du kannst nicht mal alleine aufs Klo gehen. Du musst viel entbehren, ja. Du kriegst deine Zahnpasta portioniert. Es gibt keine Schokolade. Es gibt alles. Dein Schrank muss wie beim Militär sauber sein. Dein Spind. Dein Bett muss tipptopp gemacht sein. Du musst morgens um 5 aufstehen. Du arbeitest bis 17, 18 Uhr. Ja, wenn du natürlich kannst. Alles so, wie deine gesundheitliche Verfassung ist. Aber natürlich immer mehr, je länger du dort bist. Und das Miteinander dort mit diesen Leuten und in dieser Umgebung, die wo sich auskennen, weil sie es selbst durchlebt haben, es sind fast alles Ehemalige. Ja? Und die Chancen, wo du dort hast, auch eine andere Sprache zu lernen. Und es ist, wenn du jetzt dran denkst, in ein anderes Land zu gehen, mit dem ganzen Scheiß, was du auf deinen Schultern hast, es ist eine Riesenhürde, ja. Und dann noch eine andere Sprache. Aber ich kann dir sagen, es ist es wirklich wert. Der Schritt dorthin scheint schwerer, wie er ist. Wer frei werden will, der hat dort wirklich die Möglichkeit. Ich sage nicht, dass es dort dir die Absolution erteilt. Du kannst danach immer noch Lebensfehler machen und dich auf den falschen Weg bringen lassen. Aber wenn du es wo schaffen kannst, dann dort, weil du den Rahmen hast, die Zeit und die Menschen, die wissen, von was sie reden. Und das kann dir hier in Deutschland keine Therapie bieten. Du hast aber kein Handy, nichts. Du kriegst kein Handy, du kriegst kein Tablet, du kriegst keinen Computer. Dort gibt es ein eigenes Kino, ein eigenes Fußball. Das Meer ist in der Nähe, wo du mit Sicherheit ab und zu mal hin kannst zum Schwimmen. Basketball, du kannst dort in den Sportverein gehen, aber das ist alles in diesem Areal. Genau, und das war für mich der Weg, wieder zu lernen, wie man lebt. Weil es ist nicht, dass du mit Drogen aufhörst und dann wird alles gut. Es wird alles erstmal, ohne euch zu desillusionieren oder die Illusion oder das Positive wegnehmen zu wollen, es wird nachher gut. Aber erstmal wird es schwer, weil die Droge ist weg, deine Gefühle kommen zurück und alles, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast, du musst die Suppe auslöffeln. Da kommst du nicht drum rum. Aber es lohnt sich. Das Leben ist wirklich lebenswert. Und ich habe leider Leiden davongetragen. Meine Gesundheit ist schwer in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt abgesehen von der Rippe gerade, das heilt wieder. Sondern meine Venen. Ich habe eine schlechte Durchblutung. Ich habe Wasser in den Beinen. Ich habe verschiedene Schmerzen im Körper, in den Knochen, in den Gelenken. Ich bin ab und zu mal lichtempfindlich. Ich habe Kopfschmerzen, antriebslos und, und. Durch das harte, krasse, kranke Leben, wo ich geführt habe. Aber das ist alles noch 100-mal besser wie das Leben, wo ich geführt habe. Weil ich bin frei. Ich kann frei, wie man halt in der Gesellschaft frei sein kann. Sage ich jetzt mal. Aber ich bin frei zu entscheiden, okay, ich muss arbeiten oder nicht, kann ich frühstücken, will ich in Urlaub, was will ich tun? Und die Entscheidung habt ihr nicht, hatte ich nicht als Drogensüchtiger. Und die kann man wieder erreichen. Das Leben ist lebenswert, man kann sich's lebenswert machen. Aber das kostet natürlich einen Preis. Und man kann keinem helfen, der nicht will. Und deswegen müsst ihr das selbst entscheiden, was ihr bereit seid zu geben. Das hat der Alex ja schon oft jetzt selbst auch erlebt, wo ich mir denke, in den Videos, wo er macht, dass er hat einer, ich glaube, es war die Jacqueline, angeboten, sie wegzubringen, sie kann in ein Hotel gehen, er würde ihr helfen, Arbeit zu finden. Und so wie ich ihn jetzt kennengelernt, ist er ein absolut vertrauenswürdiger Typ und hätte sein Wort absolut gehalten. Entschuldigung, meine Kinder rufen. Ein Moment, Kinder, ich bin. Wo denn? Ja, sorry. Aber ihm sind die Hände gebunden. Warum? Weil sie nicht will, weil sie es nicht gemacht hat. Du kannst einem Menschen, der nicht will, von alleine nicht helfen. Es ist unmöglich. Egal, was du ihm bietest. Es ist dann umsonst ein Fass ohne Boden.
Wenn du in einen Menschen, der wo nicht aufhören will oder nur so halbherzig, wenn du ihm Geld gibst, wenn du ihm das, unterstützt du eigentlich sein krankes Leben. Natürlich, man muss abwägen, wann unterstützt man einen, hilft ihm, gibt ihm Essen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen, wenn man einen Junkie unterstützt, der nicht will, unterstützt man sein Leben, das er führt. Und ich finde, das ist falsch, weil wir wollen ja den Menschen helfen, und wenn man sieht, man unterstützt eigentlich das Leben und nicht die Hilfe, dass er rauskommt oder dass ihr, wer auch immer, so ein Leben führt, gerade raus will oder nicht raus will, dann muss man einfach die Hilfe einstellen. Es geht immer nur Hilfe zur Selbsthilfe. Und deswegen hat der Alex vielleicht noch ein paar Fragen an mich, aber ich bin gerne bereit zu vermitteln in diese Therapie oder Rede und Antwort zu stehen, wenn mich einer fragen will. Wir können bei Anfrage PN, sagt man PN, gell? Personal Message, nee, PM, sorry, also eine Nachricht. Und dann kann der Alex meine Nummer weitergeben an die Leute, die wo wirklich interessiert sind, rauszukommen, mehr zu wissen über diese Therapie. Gebe ich gerne Auskunft darüber. Ja, vielleicht hat der Alex jetzt noch ein paar Fragen, ich weiß es Ja. nicht, aber Christian, genau. war der Christian von damals ein anderer Mensch als jetzt? Natürlich, ganz und gar, absolut. Wär das dir zu fremd jetzt, das ganze Leben? Oder spürst du immer noch die Sucht? Man sagt ja, man lebt mit der Sucht ein Leben lang. Lebst du immer noch mit der Sucht? Also es gibt verschiedene Lebensphasen. Ich habe 12 Jahre lang komplett ohne diese Sucht gelebt. Ja? Jetzt, momentan, so die letzten 2, 3 Jahre, bin ich in dieser Frage mehr herausgefordert, weil ich Schmerzen habe und ziemlich starke Schmerzen und durch diese Schmerzen Schmerzmittel nehmen muss, immer wieder. Und da ist die Gefahr für jemand, wo aus so einem Leben kommt, extrem groß. Und deswegen stellt sich diese Frage bei mir gerade ganz anders. Ja, es ist eine Herausforderung, auf dem Weg zu bleiben ohne Drogen. Also ich sind jetzt 13 Jahre, wo ich keine Drogen mehr nehme. 15.05.2006. Sind es 13 Jahre? 6 bis 16? Ja, genau. Und 14. 14, ja. Deswegen ist es so wichtig, was ich gesagt habe, dass in der Zeit, wo ihr clean seid, dass ihr euch ein Umfeld baut, das mit dem alten Leben nichts mehr zu tun hat. Der Schritt, es geht einem immer mal wieder schlecht. Man hat schlechte Tage, man hat schlechte Zeiten, man wird vielleicht von seiner Frau verlassen oder was weiß ich. Vielleicht stirbt einem sein Kind, um Gottes Willen. Ja, da will man nicht dran denken. Aber es gibt einfach im Leben schwere Zeiten. Und wenn du nicht dafür gesorgt hast, dass du dein Umfeld sauber hältst, dass du keine Freunde hast, wo Junkies sind, dass du einfach ein sauberes Leben führst, dann hast du große Probleme, wenn du in Probleme kommst. Ich glaube nicht, dass du bestehst, wenn du dich mit Leuten umgibst, die nicht gut für dich sind, dass du überhaupt das rausschaffst. Und wenn, dann kommst du in Probleme. Ja, einmal Junkie, immer Junkie würde ich nicht sagen, aber weil du kannst wirklich dich verändern, es ist ein schwerer Weg, Was ist Junkie? Es gibt Junkie-Verhalten. Es gibt Leute, die nehmen keine Drogen und sind für mich trotzdem Junkies, weil sie sich so asozial verhalten. Aber man muss immer auf der Hut sein, ja. Wer einmal ein Drogenleben geführt hat, muss sehr, sehr aufpassen, mit wem er sich umgibt, was er konsumiert, auch Alkohol oder auch Schmerztabletten, was auch immer. Man muss aufpassen. Ganz klar, man muss vorsichtig sein, ja. Aber ich bin nicht mehr der, wo ich früher war. Es sind zwei verschiedene Menschen geworden, auch von der Art und Weise. Ich war früher ein Psycho. Wenn mich jemand. Ich habe sofort mit sehr, sehr aggressiven Sachen reagiert, weil ich nicht mehr Opfer werden wollte, sondern lieber Täter. Lieber schlagen als geschlagen werden. Aber nur zur Selbstverteidigung, nicht jetzt einfach wahllos irgendwelche Leute überfallen. Davon rede ich nicht. Wenn ich gemerkt habe, es gibt Ärger, war ich der Erste, wo
ganz brutal reagiert hat. Und die Frage stellt sich heute nicht mehr. Ich bin seit ich clean bin, nicht mehr in die Situation gekommen, mit irgendeinem Stress zu haben, Gott sei Dank, ja, weil ich führe ein anderes Leben, Gott sei Dank. Und dann sage ich, okay, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Und dann haben die mir die Hände aufgelegt und haben gebetet. Und dann habe ich wirklich gespürt, wie ich habe so erbärmlich gefroren, wie eine Wärme in meinen Körper reingeht, wie sich meine Muskeln entspannen, wie sich meine Gelenke, einfach wie so ein Frieden in mich kommt. Ich war ja total verkrampft und am Limit, ja. Und dann auf einmal kam die Wärme, die Ruhe, der Frieden. Und dann bin ich eingeschlafen und 10 Stunden später, am nächsten Morgen, aufgewacht. Wie in einem anderen Film. Und meine Mutter, das war ein Mehrbettzimmer, ne? Ich glaube 3, 4 Betten, aber meine Mutter hat auf der ganz anderen Seite geschlafen. Und ich sage, Mama, bist du da? Und dann sagt sie, ja, ich bin da. Dann sage ich, Mama, ich habe nichts mehr. Und dann sagt sie, ja, wie? Ja, ich habe nichts mehr, ich habe keinen Entzug mehr. Ich spüre nichts mehr, mir geht's gut, der Entzug ist weg.